Hallo and a wonderful good morning. Hallo und einen wunderschönen guten Morgen. Verse 14. Vers 14. Paul says, thank God I only baptized two from Corinth, Crispus and Gaius. Paulus sagt, Gott sei Dank habe ich nur zwei aus Korinth getauft, Crispus und Gaius. It's interesting that he's actually thankful that he didn't baptize more people. Es ist interessant, dass er eigentlich dankbar ist, dass er nicht mehr Leute getauft hat. Now, I don't think that Paul was against baptizing people. Ich glaube nicht, dass Paulus etwas dagegen hatte, Menschen zu taufen. But here in this very context, aber hier in diesem Kontext, where people used the others to follow them, wo Menschen andere benutzten, damit sie ihnen folgten, Paul is now very thankful that he did not baptize more. Ist Paulus sehr dankbar, dass er nicht mehr Menschen getauft hat. Because now they could not say, hey, Paul baptized me, so I have to follow him. Denn sie konnten jetzt nicht sagen, hey, Paulus hat mich getauft, also muss ich ihm nachfolgen. Look what he says in verse 15. Schau, was er in Vers 15 sagt. So no one can say that in my name I baptized others. So kann niemand sagen, dass ich andere auf meinen Namen getauft habe. See, that's why he was so thankful. Deshalb war er auch so dankbar. Because remember? Erinnerst du dich? In their culture, in whosever name you were baptized, that's the person you had to follow. In ihrer Kultur war die Person, auf deren Namen du getauft wurdest, diejenige, der du folgen musstest. Look at verse 16. I love that the Bible puts it in there. Schau dir Vers 16 an. Ich finde es toll, dass die Bibel ihn hier einfügt. Because it shows Paul as a very normal human being. Er zeigt Paulus als einen ganz normalen Menschen. First he says, I didn't baptize anybody, only these two guys. Zuerst sagt er, ich habe außer diesen beiden Jungs niemanden getauft. And in the middle of the writing he remembers, ah, actually I baptized somebody else. Und mitten im Schreiben erinnert er sich, ach, eigentlich habe ich noch jemanden getauft. So look, schau mal. He could have erased that part of the letter and just left it out. Er hätte diesen Teil des Briefes auch einfach weglassen können. But he didn't. Das tat er aber nicht. He says, oh yes, I also baptized Stephanus and his family. Oh ja, ich habe auch Stephanus und seine Familie getauft. Shows how natural and how human he was. Dies zeigt, wie natürlich und menschlich er war. And then he says, other than that, I don't remember baptizing anyone else. Dann sagt er, ansonsten kann ich mich nicht daran erinnern, noch jemanden getauft zu haben. Now look, I've baptized a lot of people in my life. Ich habe schon viele Menschen in meinem Leben getauft. Every single time I baptize anybody, jedes Mal, wenn ich jemanden taufe, I make it so clear that they must follow Jesus and Jesus and only Jesus. Mache ich den Leuten klar, dass sie Jesus und nur Jesus nachfolgen müssen. I explain to them what it means to baptize in the name of Jesus. Ich erkläre ihnen, was es bedeutet, auf den Namen von Jesus getauft zu werden. That you follow Jesus and nobody else but him. Dass man Jesus nachfolgt und niemandem sonst außer ihm. Look what he says in verse 17. Schau, was er in Vers 17 sagt. For the anointed one has sent me on a mission. Denn der Gesalbte hat mich auf eine Mission geschickt. Not to see how many I could baptize. Nicht um zu sehen, wie viele ich taufen kann. But to proclaim the good news. Sondern um die gute Nachricht zu verkünden. Now look, Paul is not saying that we who preach the gospel and get people saved should not baptize them. Schau, Paulus sagt also nicht, dass wir, die wir das Evangelium predigen und Menschen gerettet werden, sie nicht taufen sollen. No. Nein. Remember the context. The context is always key for understanding the Bible. Denk an den Kontext. Der Kontext ist immer der Schlüssel zum Verständnis der Bibel. Paul never said that we shouldn't baptize or he should not have supposed to baptize. Paulus hat nie gesagt, dass wir nicht taufen sollen, also dass er nicht taufen sollte. He said in a context that because people followed others instead of Jesus. Im Kontext sagte er, er sei froh, dass er nicht getauft habe, weil die Leute anderen Menschen folgten und nicht Jesus. He is now glad that he didn't baptize them, so nobody could say, hey, you baptized me, so I follow you. So könne niemand sagen, hey, du hast mich getauft, also folge ich dir. And he was very clear that my mission was to preach the gospel. Und er war sich dessen sehr bewusst, dass sein Auftrag darin bestand, das Evangelium zu verkünden. And I really, really, really love this next part. Und der nächste Teil gefällt mir sehr, sehr gut. So powerful and so simple. So kraftvoll und so einfach. He says this. Er sagt Folgendes. And I declare this message. Und ich verkünde diese Botschaft. He's talking about the good news, which is the message of the new covenant, of course.
Er redet über die gute Nachricht, was natürlich die Botschaft des neuen Bundes ist. He says, I declare this message stripped of all philosophical arguments. Er sagt, ich habe diese Botschaft ohne alle philosophischen Argumente verkündet, that empty the cross of its true power. Die das Kreuz seiner wahren Kraft berauben. Look, schau. If you think you need a clever representation of the gospel, wenn du glaubst, dass du eine clevere Darstellung des Evangeliums brauchst, a philosophical way to convince people, eine philosophische Art und Weise, um Menschen zu überzeugen, you are in great danger. Bist du in großer Gefahr. Why are you in great danger? Warum bist du in großer Gefahr? Because he says that this can actually take the power of the cross away. Weil er sagt, dass dies die Kraft des Kreuzes tatsächlich wegnehmen kann. Listen, the power is in the gospel. Hört zu, die Kraft liegt im Evangelium. And the gospel is seen in the cross. Und das Evangelium wird im Kreuz sichtbar. And Paul had such a clear understanding of that. Das hat Paulus ganz klar erkannt. That's why he finishes. Deshalb schließt er ab. I trust in the all-sufficient cross of Christ alone. Ich vertraue auf das Kreuz Christi, das allein genügt. So he didn't trust in anything else, but he trusted in the power of the cross. Er vertraute also nicht auf irgendetwas anderes, sondern auf die Kraft des Kreuzes. You know, it's really sad that in many places the gospel has become such a powerless thing. Es ist wirklich traurig, dass das Evangelium an vielen Orten so kraftlos geworden ist. And I wonder if the reason is because you're trying to make it so clever. Vielleicht liegt es daran, dass wir versuchen, es so schlau zu machen. You know, those who have a more clever representation of the gospel are the ones who are the best preachers. Denn diejenigen, die das Evangelium am cleversten darstellen, sind die besten Prediger. Do you know who are the best preachers of the gospel are? Weißt du, wer die besten Prediger des Evangeliums sind? The ones who put all of the trust in the power of the cross. Diejenigen, die ihr ganzes Vertrauen in die Kraft des Kreuzes setzen. That's what he did. Genau das hat er getan. So because Paul had such a strong faith in the power of the cross, weil Paulus so stark an die Kraft des Kreuzes glaubte, that's why he fought this issue so very strong. Kämpfte er so sehr gegen dieses Problem. Because he understood. Denn er wusste. You put your faith in me or you put it in the power of the cross. Both doesn't work. Entweder du glaubst an mich oder du glaubst an die Kraft des Kreuzes. Beides gleichzeitig funktioniert nicht. I'm asking two questions. Ich stelle hier zwei Fragen. Number one. Erstens. What did you put all of your faith in? Worauf setzt du deinen ganzen Glauben? Clever words of people? Auf kluge Worte von Menschen? Or in the power of the cross? Oder auf die Kraft des Kreuzes? Secondly. Zweitens. What do you preach? Was predigst du? Clever words? Kluge Worte? Or the simple power of the cross? Oder die einfache Kraft des Kreuzes? Think about these two questions. Denk mal über diese beiden Fragen nach. And tomorrow we continue. Morgen machen wir weiter.